Willkommen zurück, Leute, zu New Style Boutique 2. Heute, nehme ich mal an, gehen wir in die Messe, oder? Also, ich kann es mir zumindest vorstellen, vorher, in diesem Aufzug, gehen wir bestimmt nicht zur Messe, ne? Das mal sicher, denn, das war uns ja beim letzten Mal schon nicht so ganz geheuer. Nicht so ganz oh, Prinzessin-mäßig. Drei Artikel haben wir nur, das wird nicht reichen, oder? Cool. Wir ziehen uns heute mal cool an. Und das machen wir, indem wir... Ja, was ist denn hier am coolsten? Das ist ziemlich cool, oder? Das finde ich cool. Jetzt ernsthaft, ja. Ich meine das ernst. Das ist natürlich auch... nehmen wir mal das. Nehmen wir mal das. Eine richtig, richtig, richtig coole Sonnenbrille dazu. Naja. Ne, nehmen die Ohrringe. Ich finde... Nee, das muss halt nicht. Nehmen wir das hier. Das ist auch super. Das ist top. Nehmen wir halt... Das hier wollte ich immer noch haben. Ich will da aber nichts drüber haben. Wisst ihr das wohl? Oder nicht unbedingt. Nicht zwingend. Wobei, das ist schon ziemlich cool. Das passt alle nicht. Kann ich das auch wegmachen einfach? Genau. Das wäre perfekt. So, als Hose. Na. Machen wir erstmal so. Der geht natürlich dann nur... Da geht natürlich nur das. Das ist ganz klar. Und jetzt müssen wir dazu uns die coolsten Schuhe aussuchen. Was ist denn dazu das cool? Was passt denn dazu? Sieht das bekloppt aus? Ich weiß es nicht. Das ist eine schwere Entscheidung. Wir nehmen einfach das und behaupten einfach, jetzt sind wir die coolsten Typen, wollte ich gerade sagen. Nehmen wir keine Typen, sind wir das coolste ehemalige Pop-Idol, das so rumläuft? Auf der Modemesse dann hoffentlich. Bin sehr gespannt. Ob sich dann hier mal was Neues zeigt. Was ist es denn? Das ist das Puppenhaus, ne? Wir haben die Boutique. Hier ist die Villa. Und da ist der Primelpark. Das ist ja alles schön und gut. Das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts. Dann würde ich sagen... Aber wir haben doch die 2000 zusammen. Das muss doch jetzt möglich sein, oder nicht? Es muss irgendwas passieren. Reden wir hier mal mit... Wollen wir mit jemandem hier reden? Ich will aber auch nicht unbedingt mit jemandem reden. Oder wir gehen noch mal in den... Primelpark. Wollen wir mal in den Primelpark mal gehen? Wir gucken einfach mal, was da so abgeht. Vielleicht passiert da ja irgendwas Cooles. Wollen wir mit dem Typen reden? Wollen wir denn mit dem Typen... Nein. Das kommt gar nicht in die Tüte. Debbie, ich wusste, dass ich dich hier antreffen würde. Was ist denn los, ey? Ich habe schon 5-mal angerufen, um einen Termin zu bekommen, aber du nimmst nie ab. Ups, da war ja was. Ich muss ja arbeiten. Tut mir leid. Ich, ja. Oh, Debbie, hast du wieder mit Bruno gespielt und nicht mitbekommen, dass das Telefon klingelt? Du kennst mich zu gut. Also, Bruno ist gerade weg. Vielleicht soll ich zurück zum Haarstudio. Ich besorge mir lieber gleich einen Termin, bevor er wieder auftaucht. Ich treffe dich dann dort. Das Haarstudio wird jetzt eröffnet, oder? Geil. Oh, warte, du bist nicht die, von der Momo geredet hat? Du bist die neue Managerin der Boutique, stimmt's? Es spricht sich herum. Naja, eigentlich erzählt Momo es herum, sie kennt alle. Hey, darf ich beide einen Laden managen? Sagt mir unbedingt Freundin sein. Unbedingt. Oh, Moment mal, ich hab dir noch gar nicht erzählt, was für ein Laden ich führe. Es ist das Haarstudio. Es liegt in der Kaffeeallee. Ich komm mich dort mal besuchen, ne? Ja, die Pflicht ruft. Ich muss dann mal los zum Haarschneiden. Aber wir sehen uns sicher bald mal wieder, ja? Boah, wir können absolut die Kaffeeallee besuchen, Leute. Jetzt geht's nämlich los, ne? Jetzt geht's nämlich los. Da eröffnen sich uns doch völlig neue Welten. Das Haarstudio. Da wollen wir jetzt aber nicht rein. Gut, mit dieser Action, da eröffnet sich was. Schauen wir da mal hin. Haarstudio und das Café. Boah, alles ist jetzt möglich. Wollen wir uns... Ich würde sagen, wir lassen uns mal die Haare ordentlich schnibbeln, oder? Schon. Kann man mal tun. Und da ist es schon. Und da sind so viele Leute in der Kaffeeallee. Ist ja auch kein Wunder, ne? Alle wollen Käffchen trinken. Das ist völlig normal. Yay! Hallo und willkommen im Haarstudio. Oh, du bist es, Rio. Er ist wunderbar. Ich hab mich schon gefragt, wann du vorbeischaust. Möchtest du, dass ich dir die Haare mache? Oder willst du dich nur mal umsehen?
Sprich mich an, wenn du was brauchst. Es ist so langweilig, wenn nichts los ist. Ich warte hier an der Kasse. Yay! Okay. Dann würde ich sagen, reden wir mit Debbie. Ich würde Hostile Genie, lieb Bruno den Hund. Ich dachte mir schon, dass Bruno ein Hund ist. Okay, also, was darf es heute sein? Überrasch mich, Alter, überrasch mich. Wow. Das überlässt du mir? Oh, du meine Güte, jetzt ist mein Kopf wie leer gefegt. Sowas passiert mir nicht oft. Ich bin geschmeichelt, aber habe gerade echt keine Ideen. Schnell, schnell zur Ideenpumpe. Hm, die Ideenpumpe pumpt. Wozu Zeit im Trockenen? Ach, wäre ich doch nur intelligent. Oh, da fällt mir was ein. Sag mir einfach, was für eine Art Image du haben möchtest. Und dann verpasse ich dir ein Hairstyle, mit dem du genauso einen Look erreichst. Ich kann deine Haarfarbe und den Schnitt verändern und für lange Haare gibt es ja Extensions. Keine Grenzen also. Gut, totale Konzentration. Wenn du deinen Style nicht verändern möchtest, sag einfach nein, danke. In Ordnung. Let's lose this shit. Super, also was möchtest du gern haben? Wir nehmen mal, wir sind ja cool. Nehmen wir mal hier den Erwachsenen-Look. Und lassen uns mal überraschen, was da passiert, ne? Wow! Na ja, wobei. Doch. Doch, das sieht doch aus. Passt doch zum Outfit, oder? Finde ich schon. Okay, gut. Wir haben einen neuen Haarschnitt. Damit sind wir jetzt die coolsten. Irgendwie mehr oder weniger. Und würde mal sagen, was sagen denn die coolen Leute dazu? Bei uns im... Oder habe ich vielleicht... Kann ich vielleicht einen Termin? Ich habe doch hier einen Termin geplant. Es reicht noch nicht ganz. Bevor du zum Museum gehst, solltest du etwas Geld sparen. Ein paar tausend sollten reichen. Hätte ich vielleicht echt jetzt kein Geld ausgeben dürfen? Wahrscheinlich, ne? Das war vermutlich ein Fehler. Aber gut, dann verdienen wir uns jetzt einfach ein bisschen was. Und ich glaube, du hast Geld. Ernährt sich nur von Bonbons, hast Scharfes. Lilia ist wieder da. Morgen. Bevor ich herkam, habe ich einen kleinen Spaziergang im Pimmelpark gemacht. Die Blumen da sind wunderschön. Sie heben immer meine Laune für den ganzen Tag. Und wo wir schon dabei sind, haben Sie Kleidung mit Blumenmuster? Hast du nicht schon mal Blumenmuster gekauft? Wenn ich schon hier bin, kann ich ja gleich etwas ankaufen. Ne? Ja, natürlich kannst du das tun. Ist das sogar was anderes jetzt? Was ist denn das so? Das ist so eindeutig mit Blumen, ne? Kostet geile 84. Damit hätten wir dann auch wieder die 2000, glaube ich, voll. Yay! Geblümte Sachen! Kann ich nicht widerstehen! Ist ja schön! Geil! Verstehe ich? Ich überlege gerade, habe ich irgendwas mit Blumen drauf? Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen? Nein, habe ich nicht. Wow, sehe ich damit fantastisch aus, oder? Sehe ich damit fantastisch aus? Bitte sag schon! Ja? Ja, ja, absolut. Das ist schon ist ein Traum. Das ist ein Traum. Da haben wir die 2000 wieder voll. Nice. Sehr schön. Ich mag so etwas auch. Vielen Dank. Bis bald. Hi. Ciao. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Oh, wer ist das? Die ist von der Messe, oder? Die ist doch von der Messe. Entschuldigen Sie, aber sind Sie zufällig Fräulein Rio S? Schön, Sie zu treffen. Mein Name ist Laura. Fräulein Momo hat mich gebeten, Ihnen den Weg zur Modemesse zu zeigen. Also wollen wir... Laura! Ah, Momo, ich wusste nicht, dass Sie hinter mir waren. Laura, Sie gehen zu schnell. Oh, das tut mir schrecklich leid. Ich habe gehört, ein zügiger Schritt ist gut für die Gesundheit, aber manchmal übertreibe ich es anscheinend. Schon gut, machen Sie sich keine Gedanken. Also, was die Modemesse angeht. Ja, wir wollten uns gerade auf den Weg machen. Wollen wir Rio S? Und weg ist sie. Vielleicht sollte ich es erklären. Ich habe mir überlegt, dass du zur Modemesse gehen und für mich einkaufen könntest. Dank dir haben wir jede Menge neuer Kunden mit sehr unterschiedlichen Geschmäckern. Also wäre es doch schön, wenn wir verschiedene Stilrichtungen anbieten könnten. Machen wir doch eh schon, oder nicht? Die Details überlasse ich dir, Rio S. Kauf alles, was dir ins Auge sticht und gut aussieht. Ich werde mich um den Laden kümmern, während du weg bist. Du findest sicher auch ohne Laura den Weg. Von der Innenstadt ist es gar nicht weit bis zum Fashion Forum. Das Fashion Forum. Oh, da freue ich mich. Aber freue mich mal richtig aufs Fashion Forum. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Und schauen uns das mal an, ne? Wir sind doch in der Innenstadt. Wo ist denn jetzt das Fashion Forum? Ah. Wir haben bald alles freigespielt, Leute. Geil. Dann eröffnet sich uns die ganze Welt dieses Spiels. Und das wird super. Oh mein Gott, wird das großartig.
bin begeistert. Ich bin wenig aus dem Häuschen. Geil. Also ich finde es halt echt geil. Ich muss zugeben, ich finde es halt auch echt gar nicht. Ich finde es nicht so schlecht. Meine Güte, es ist ganz gechillt, ne? Ein gechilltes Spiel. So, das Fashion Forum. Dann schauen wir mal, was wir da so alles shoppen können. Oh, Rio S, entschuldigen Sie bitte. Eigentlich wollte ich Sie auf dem Weg hierher treffen. Aber dann war ich so in Gedanken versunken und dann laufe ich immer so schnell. Deshalb bin ich schon hier. Wie dem auch sei. Sie wollen sich bestimmt umsehen. Deswegen werde ich mich kurz halten. Ich werde Ihnen etwas über die Modemesse erzählen. Oh, wie spannend. Hier stellt jede Marke ihre Modelinien vor und bietet sie Boutiquen wie ihre zum Kauf an. Wow, spannend. Hier finden Sie alles, was Ihre Boutique benötigt. Nicht nur Kleidungsartikel, auch Taschen und Accessoires. Die Auswahl verändert sich von Tag zu Tag. Der mag neue Linien herausbringen. Bla, 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 bla. Alles klar. Ah, da können wir direkt dann gucken, wo wir einkaufen wollen. Natürlich bei April Bonbon wollen wir einkaufen, ne? Ist ja ganz klar. Oh, hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen bei April Bonbon. Finden Sie Freude an Farben? Farben, yay! Ist Ihnen kein Design zu gewagt? Gewagt, yay! Dann sind wir offizielle Ausstatter, Statter, Statter. Wir machen gute Laune zum Anziehen. Bei uns spielt Farben die Hauptrolle. Und nicht bloß immer braun und grau. Nein, niemals. Farben machen nämlich froh, froh, yay! Wie Zauberei, wie ein Wizard, yay! Hey, lassen Sie uns doch einfach mal verzaubern. Wir schenken Ihnen auch ein Musterensemble. Alter, direkt ein Muster an. Geil. Achtet das auch für den Modus-Speicher. Klar, wird gespeichert. Das save ich mir ab. Guckt es euch an. Es ist ein Traum. Yeah, richtig gut. Okay, was kann ich denn jetzt machen? Was kann ich denn jetzt machen? Dieses Outfit gleich anbehalten? Ja, normal. Lassen wir gleich an. Na, wie fühlt sich die Dame? Für mich sehen sie gleich ein ganzes Stück fröhlicher aus. Peppiger und poppiger. Yay! Würde ich mal sagen. Aber ehe ich sie hier totlabere, schauen sie doch einfach selbst. Okay. Mann, was brauchen wir denn davon alles? Wir brauchen alles. Wir brauchen einfach alles. Das sieht interessant aus. Na, es sah aus wie so ein Animännchen-Ding. Was brauchen wir denn? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie teuer das ist. Das kostet auf Lager 5,60 Euro. 5,60 Euro. Wie kaufe ich das denn? Kommt in den Korb, ne? Okay. 8,20 Euro. Wir nehmen ja mal so ein paar mit. So, je nachdem, man weiß ja nie, was die Leute so wollen. Wir kaufen zu viel von denen. Wir dürfen, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht allzu viel von denen kaufen. Sonst, kommen wir da in die Bredouille. Das Coole ist aber, alles, was ich hier von denen kaufe, kann ich später auch für mich selbst benutzen. Na, da bin ich natürlich jetzt... Bin ich jetzt natürlich total verzückt. Ja, das eine oder andere Teil für Rio mitzunehmen, das ist halt so... Boah, Handschuhe. Der Winter kommt, ne? Winter is coming, wir wissen das alle. Tulpen nehmen wir mit, hier haben wir schon ein bisschen was mitgenommen, da haben wir auch schon ein bisschen was mitgenommen. Coole Jacke, nehmen wir mal die und dann hätte ich noch gerne... Oh, ich kann mich gar nicht... So viel cooles Zeug! 205,10 Euro sind wir mittlerweile schon. Eieieieieieiei. Oh Leute, das wird richtig teuer, ey. Das wird richtig, richtig teuer, was wir hier machen. Vor allem, wenn wir durch die ganzen verschiedenen Marken... Ich darf hier nicht so viel kaufen, aber ich glaube, das ist meine Lieblingsmarke. Ich nehme noch das hier mit und das und hier. Nehmen wir die mit und die nehmen wir auch mit. Wir dürfen nicht so viel nehmen. Oh, wir dürfen nicht, aber es ist doch alles so toll. Jetzt darf ich mal aussuchen, wie viele ich von dem ganzen Kram nehme. Ich habe doch schon so viel Geld ausgegeben. Aber zwei sollten wir schon, denke ich, von allem haben, oder? Ich meine, wenn die Leute jetzt was kaufen, dann nicht, dass wir da Probleme kriegen, ne? Und die haben dann haben wir nicht genügend. Und boah, ich habe viel zu viel Geld raus bei dem. Oh nein, wir sind gebumst, ey. Ich gehe Game Over. Ich gehe Game Over, weil ich nachher nichts Vernünftiges für die Leute habe, die was anderes wollen. Das könnte durchaus ein... Boah, das ist zu teuer. Das kann ich nicht machen, ey. Aber ich tue es. Ich tue es. Das Spiel wird mich schon dafür nicht ficken, oder? Ich denke nicht. Danke für den Besuch. Kommen Sie bald wieder. Yay! Das glaube ich, dass sich das freut, dass ich das alles gekauft habe, ne? Was haben wir denn noch so? Was haben wir denn im ersten AZ USA? Wir haben ja noch... Okay, da gibt es überall noch gar nichts. Gut. Gut, das ist gar nicht schlecht. Guten Tag, willkommen bei Basic You.
der Name schon sagt, wir sind die Marke für Basics. Einfach und schlicht, aber vielseitig und hochwertig. Das You steht für dich. Das bedeutet auch, dass Wolle You der Let's Player für dich ist. Lol, witzig. Wir setzen auf Understatement statt geile Akzente. Unsere Produkte lassen sich mit fast allen kombinieren. Wie wär's? Sie überzeugen sich selbst hier jetzt und hier. Probieren Sie doch mal dieses Musteroutfit an. Naja. Nee. Nee, das brauche ich nicht mal speichern. Nee. Das behalte ich nicht an. Na, wie gefällt es Ihnen überhaupt nicht? Das Beste ist, dass Sie mit den Produkten vortrefflich jeden anderen Stil kombinieren lassen. Schauen Sie um und lassen Sie sich inspirieren. Ich bin immer für Sie da, falls Sie Fragen haben sollen. Ja, das ist halt wirklich really, 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 really basic, ne? Das ist so das Ding. Kann man ein bisschen was von mitnehmen, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, gefällt mir das jetzt eher nicht so. Das ist schon eher, ja, haben wir schon gekauft, ne? Das ist schon ein bisschen schwachbrüstig, ne? Ist halt sehr, sehr langweilig. Wer will das denn? Das will doch keiner haben. Das will doch alles keiner haben. Das kann ich doch keinem anbieten. Meine Kunden, die drehen sich doch im Grabe um hier, wenn die das sehen. Geht ja überhaupt nicht. So, die können wir mal mitnehmen. Die, das sieht doch alles so. Ja, okay. Dann passt das. Nehmen wir auch von jedem zwei, wie sich das gehört. Aber, wie gesagt, ne, das ist hier eher. Hoffe, das ist nicht so teuer. Sollte auf jeden Fall nicht so teuer sein. Das ist nämlich alles nicht unbedingt. Nein. Ich habe zwar auch weniger gekauft, aber der heiße Scheiß ist das nicht. Machen wir uns nichts vor. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, liebe Leute, was die anderen noch zu bieten haben. Ne? Ob es da was Schönes gibt oder eher so, wie wir gerade gesehen haben. Das sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.